Deine Sample Size ist ein fucking Spiel in Toronto, was du besucht hast. 100% Spiele mehr, als du besucht hast. Wie viele Warriors-Spiele hast du denn live gesehen dieses Jahr? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shots Fired. Björn extra eingeflogen aus Toronto. Wir sind wieder da pünktlich am Donnerstag. Heute zwar nur mit einer Folge, dafür mit einem sehr geilen Thema. Wir reden über das MVP-Battle zwischen Steph Curry und Kevin Durant. Vorher müssen wir ein bisschen was auflösen. Zum einen unsere Meinung aus der letzten Folge, unsere tatsächliche Meinung. Bei mir haben wir über Franz Wagner geredet und seine Rookie of the Year Chancen. Ich war Team Franz, du warst Team Scotty Barnes. Du hast ihn jetzt auch live gesehen. Ja. Ich gehe davon aus, du wirst deinen Case nur nochmal bestärken jetzt. Ganz genau. Ja. Ich halte es kurz. Also ich habe jetzt Barnes live gesehen und ich gehe mit ihm. Aber Franz, ey, riesen Saisonstart und ich hoffe, es geht so weiter für ihn. Ja, ich muss sagen, ich würde es mir natürlich wünschen, dass das Franz am Ende das Ding holt. Aber ich glaube, aktuell hat er dann doch eher Außenseiter Chancen und Scotty Barnes macht da momentan einfach den besten Case, muss man ganz klar sagen. Lösen wir auch deine Debatte auf. Da haben wir über Zion geredet. Bust oder Legende? Wie sieht's da aus? Ich gehe weiter in Richtung Legende. Okay. Ich glaube wirklich, er hatte jetzt einen sehr schweren Start in seine Karriere. Aber wenn sich die Verletzungen jetzt mal auskuriert haben und er sein Gewichtsproblem in den Griff bekommt, dann glaube ich echt, dass er ein All-Timer werden kann. Okay, ich pendel mich irgendwo dazwischen ein. Ich sage nicht, er wird ein Bust, aber ich sehe ihn auch nicht als All-Time-Great. Okay. Vielleicht ein Multiple-All-Star, eine Highlight-Maschine und eine Stat-Maschine. Aber ich habe schon die Fragezeichen, muss ich ganz klar sagen. Dann lösen wir jetzt noch schnell auf, wer in der letzten Folge den League Pass Code gewonnen hat. Ihr könnt unter jeder Shots Fired Folge einen League Pass Code für einen Monat gewinnen. Ganz wichtig, was müsst ihr tun? Ihr müsst mitkommentieren und im Kommentar euer Instagram-Handle dazu schreiben. Letztes Jahr hat das super geklappt. Diese Saison macht es irgendwie keiner mehr. Und es macht uns das Ganze natürlich super schwer, weil wir euch nicht kontaktieren können über YouTube. Das heißt, Kommentar schreiben, Regel Nummer 1. Und Instagram-Händel, Regel Nummer 2, bitte nicht vergessen, dann habt ihr auch wirklich eine Chance, das Ding zu gewinnen. Hier ist der Gewinner aus der letzten Woche, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kann es fast losgehen, fast. Denn wir müssen noch eine wichtige Sache besprechen. Wer regelmäßig zuschaut, weiß es schon, Shots Fired hat seit kurzem einen offiziellen Partner. Und das ist niemand Geringeres als Kicks und das freut uns sehr. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Kicks hat uns in unserem Basketballleben begleitet, seitdem wir denken können. Früher schon immer über die klassischen Flyer-Klamotten bestellt. Eigentlich das ganze Leben lang immer mit Kicks ausgestattet. Und jetzt ist Kicks hier am Start bei Shots Fired. Das ist für uns eine Riesenfreude. Und was ganz besonders ist, wir haben einen eigenen Shots Fired-Link. Ja, das ist krass. Ja, das ist krass. Findet ihr natürlich ganz oben in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ihr unterstützt uns damit auch, wenn ihr diesen Link nutzt. Und ich zeige euch jetzt mal, ich blende euch mal ein paar aktuelle Releases ein. Thema Schuhe, Björn. Hast du einen Favoriten? Also für mich ist es ganz klar der Question mit. Ja, der Classic Iverson-Schuh. Ich hatte den damals auch in Heidelberg, wo ich studiert habe. Da hatte ich so eine krasse Sneakerhead-Zeit, wo ich wirklich jeden Release mir geholt habe. Und da habe ich diesem Release entgegengefiebert. Hab den dann noch ein paar Jahre gerockt, hab den sogar immer noch zu Hause. Also für mich auf jeden Fall der Question mit. Ja, ich habe mir tatsächlich den Jordan 11 Retro Low gegönnt. Finde ich auch sehr nice, sehr clean, sehr schöner Schuh. Und vielleicht ist ja auch für euch was dabei. Wie gesagt, checkt den Link in der Beschreibung. Damit supportet ihr uns. Und supportet auch euch, wenn ihr euch ordentlich was gönnt fürs nächste Basketballspiel. Jetzt geht's aber wirklich zur Sache. Thema haben wir schon genannt. KD und Steph, momentan die Frontrunner. Ja. Zusammen zwei Meisterschaften gewonnen. Jetzt wieder Kontrahenten im Kampf um die MVP-Krone. Björn, du bist Team KD und du wirst mir gleich bestimmt erzählen, du hast ihn ja live gesehen und hast dann bestimmt noch Dinge beobachtet, die seinen Case noch stärker untermauern. Ja. Ich bin gespannt, wieso ist KD für dich aktuell MVP? Ja, ich mache jetzt diesen anderen Flex. Ich rede nur davon, wie ich ihn live gesehen habe und dass du das ja gar nicht dementsprechend beurteilen kannst. Nein, muss ich gar nicht, denn Kevin Durant ist Steph Curry, was die individuellen Stats angeht und dementsprechend die wichtigen MVP-Cases, auch wirklich in jedem Bereich überlegen. Also KD im Moment bei 29 Punkten im Schnitt, bei 9 Rebounds und bei super starken 5 Assists. Er trifft dabei 57% aus dem Feld, 38% von der Dreierlinie. Diese 57% gepaart mit 29 Punkten im Schnitt wäre die effizienteste Saison eines Nicht-Big-Man seit 35 Jahren. Der Einzige, der das auch auf dem Level performt hat, war LeBron James in einer Saison. Sonst wäre es nur Kevin Durant.
Ich habe Statistiken mitgebracht und es sind deine Lieblingsstatistiken, die du mir immer entgegenwirfst, wenn es um diese Cases geht. Also, wir fangen an mit dem Player Efficiency Rating, KD for Steph, Win Shares, KD for Steph, Plus Minus, KD for Steph und deine absolute Lieblingsstatistik, Value over Replacement Player, KD for Steph. Das sind vier elementare Statistiken, die zeigen, wie wichtig Kevin Durant ist. Stephen Curry ist auch ein wichtiger Spieler, ja, müssen wir nicht drüber streiten. Wir sagen es so oft, es geht um Nuancen, gerade beim MVP-Case. Und da muss ich einfach sagen, KD hat überall die Nase vorne. Und ganz wichtig noch, er trägt seine Mannschaft im Moment alleine. Denn jetzt muss ich die Karte einmal pullen. Ja, ich habe ihn live gesehen und in diesem Spiel habe ich eins gemerkt, nämlich James Harden ist noch lange nicht er selbst. Der Typ, der eigentlich die Liga anführt und auch ein wahnsinnig effizienter Spieler ist, ist gerade bei 18 Punkten im Schnitt und bei 39% aus dem Feld. Kyrie Irving spielt gar nicht. LaMarcus Aldridge, bis auf das eine Spiel in Chicago, kannst du komplett vergessen. Der Typ fängt keinen Ball. Paul Millsap das gleiche. Blake Griffin sieht ein bisschen washed aus. Die haben mich so krass enttäuscht, als ich die live gesehen habe. Und der Einzige, der mich wirklich gewonnen hat, war Kevin Durant. Weil egal, wo du dem Typen den Ball gibst, egal welchen Verteidiger du ihm gegenüberstellst, selbst unseren hochgelobten Scotty Barnes, Kevin Durant ist Money. Und zwar von jedem Bereich auf dem Feld. Du kannst ihn nicht verteidigen. Er ist für mich der beste Offensivspieler aller Zeiten. Und dementsprechend gehe ich mit Kevin Durant als MVP und nicht mit Stephen Curry, der sicherlich auch einen guten Case hat, den du vorbereitet hast. Aber Kevin Durant hat einen besseren Case. Sehr gut. Dann legen wir mal los. Mhm. Du sagst, Steph Curry hat einen guten Case. Stimme ich dir zu? Hat er. Du hast die Stats erwähnt, da werde ich dir auch nicht widersprechen. Wie denn auch, KD ist in den von dir genannten Statistiken vorne. Aber Steph hat statwise natürlich auch einen MVP-Case. Natürlich. 27,6 Punkte, 6,6 Rebounds, 6,6 Assists, 1,6 Steals, Player Efficiency Rating von 26,7. Effektive Field Goal Quote 55,7%, True Shooting 61,2%, 98% Freiwürfe. Steals und Freiwürfe sind auch zwei Statistiken, in denen er vor KD ist, aber du hast recht, KD liegt bei den meisten Statistiken, die wir so kennen und besprechen, vorne. Den einzigen Vorteil, abgesehen von Freiwürfen und Steals, hat er bei den Winchers pro 48 Minuten und beim On-Off Plus-Minus. Habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen, da ist Steph bei 13,3, KD nur bei 5,7. Aber, jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, wir vergeben ja zum Glück nicht nur einen Stat-Award. Denn du hast gerade diese ganzen Lieblingsstatistiken von mir vorgelesen und gesagt, das macht Kevin Durant zum MVP. Mhm. Aber da muss ich dir widersprechen, denn wenn das der Maßstab wäre, dann könnten wir Nikola Jokic jetzt gratulieren zum Back-to-Back-MVP. Denn Nikola Jokic legt aktuell nicht nur 25, 14 und 6 auf, nein, er führt die Liga an beim Player Efficiency Rating, bei Winchers pro 48 Minuten, beim Box Plus Minus, beim Value Over Replacement Player deutlich und beim Plus-Minus vernichtet er alle anderen MVP-Kandidaten. Also wenn du jetzt sagst, die Stats von KD sind der Grund, warum er MVP ist, dann müssen wir ganz klar sagen, lass uns die Debatte beenden. Nikola Jokic ist der MVP. Aber, Newsflash, zum Glück geht es nicht nur um Stats. Der MVP ist nicht der King of Stats. Und da komme ich zu meinem Punkt, warum Steph Curry aktuell der MVP ist. Wie lautet die Faustregel? Bester Spieler, bestes Team. Momentan mit Abstand das beste Team der NBA, die Golden State Warriors. Record von 10-1, Siegquote von 91%. Die Nets 8-4, 67% Siegquote, aktuell hinter den großen Wizards und den großen Bulls im Osten. Warriors haben die beste Defense der Liga, das beste Netrating der Liga. Steph dabei, wie bereits erwähnt, ein Plus-Minus von plus 13,3. Die Warriors führen die Liga außerdem an in Assists, Assist-Quote, effektive Field-Goal-Quote, True-Shooting, Punkte pro Spiel, getroffene Dreier. Sie sind ganz klar das beste Team der Liga und das ohne ihren zweitbesten Spieler Klay Thompson. Herzlichen Glückwunsch, Steph, du bist der MVP. Okay, aber jetzt beim Record hier diese Haarspalterei zu betreiben, wenn die einen 10-1 stehen und die anderen was 8-4. Du weißt genau, am Anfang der Saison verschiebt sich da ein bisschen was. Also ich habe nachgeguckt, die Warriors hatten, glaube ich, gerade 5 oder 6 Siege in Folge. Zehnmal da die Teams over 500, die sie geschlagen haben. Die existieren nämlich nicht. Und zu dem anderen Punkt, du machst eigentlich genau meinen Case, weil du sagst, die Warriors sind so ein starkes Team in der Defense und die Warriors sind so ein Wahnsinnsteam, wenn es darum geht, den Ball laufen zu lassen. Das zeigt mir, dass die Warriors einfach ein verdammt gutes System auch haben. Du kannst auch andere Spieler dort reinstellen und du wirst einen MVP-Kaliber-Spieler bekommen, wenn du dann einen Superstar reinstellst. Bei den Nets
gibt es dieses System nicht. Bei den Nets strugglen viele der Pieces, die eigentlich funktionieren sollten. Bei den Warriors ist es genau andersrum. Dort overachieven gerade alle. Jordan Poole hat eine Breakout-Season, mehrere andere Spieler performen sehr, sehr gut. Und wenn du da Stephen Curry bist und auch noch so den Angriff mit einleitest, natürlich sieht das alles auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Aber wie wertvoll bist du dann wirklich? Oh. Kevin Durant ist derjenige, der die Siege holt für die Nets, wenn bei den anderen es nicht läuft. Und nochmal, er kann sich nicht darauf verlassen, dass bei Jordan Poole es heute gut läuft, sondern er muss irgendwie damit klarkommen, dass James Harden immer noch nicht zurückgekommen ist von seiner Hamstring-Injury und der Typ einfach nicht auf dem All-Star-Level spielt, was wir von ihm erwarten. Deswegen finde ich das gar nicht so den starken Case zu sagen, die Warriors sind ein deutlich besseres Team, weil ja, sie sind das bessere Team, trotzdem performt KD sehr gut und hat was, 2 Siege weniger als Steph? Da würde ich jetzt nicht sagen, 3. Steph ist der Clear-Cut-MVP. Nein, nicht 3. Doch, die Nets sind bei 8-4. Die Warriors sind bei 10 und 1. Ja, das sind 2 Siege Unterschiede. Oder? Ach, Siege, ich dachte ja. Niederlagen. Okay, ja. Sie haben 2 Siege weniger, aber 3 Niederlagen mehr. Okay, genau. Sorry. Ja. Also, erstmal. Sie haben aber auch 1 Spiel mehr gespielt. Okay. Ja. James Harden ist trotzdem immer noch ein guter Basketballspieler, der, by the way, im letzten Spiel ein Triple-Double aufgelegt ja, hat. Ja, aber er macht im Moment im Schnitt 18 Punkte bei 39% Field-Goal-Quote. Und ja, ich habe ihn gesehen und der Typ war passives Fuck. Okay. Bis aufs letzte Viertel, da hat er den Daniel getroffen. Wer ist der zweitbeste Teammate von Steph? Jordan Poole, Wiggins, Green? Mhm. Kannst du das mit kompletter Gewissheit sagen? Nee, und das ist ja das Gute und Starke bei den Warriors gerade. Und wer ist es bei den Nets? Es ist James Harden. Okay, James Harden, der 18 Punkte averaged. Das ist mein zweitbester Spieler. Unter anderem im letzten Spiel ein Triple-Double aufgelegt hat. Der dir jedes Spiel. Wir doch jetzt nicht mit einem Spiel. Wir reden von 14 Spielen Sample-Size gerade. Ja, aber sein Game ist ja nicht nur Scoring. Das war es in Houston, aber er war auch letztes Jahr in Brooklyn schon ein wirklich krasser Playmaker. Und hat über sehr viele Spiele hinweg einfach kranke Assist-Numbers aufgelegt. Ja, darüber müssen wir nicht diskutieren, ja, aber er ist trotzdem nicht der James Harden, den nein, du an der Seite nicht. Von Kevin Durant aber selbst dieser denkst. James Harden wäre bei den aktuellen Warriors der zweitbeste Spieler. Ganz klar. Ja, wäre er, natürlich. Ja, natürlich. Und da hat Kevin Durant doch teammate-wise aktuell einen Vorteil. Und du nein, machst es, du, weil, warte mal. Du hast drei, vier starke Spieler, die gerade funktionieren. Und bei den Nets funktioniert so gut wie gar nichts. Du nimmst Steph so viel Credit weg, wenn du sagst, ja gut, der hat so viele gute Teammates. Warum sehen denn Leute wie Jordan Poole oder Andrew Wiggins gerade so gut aus? Da gehört auch Credit, da muss auch Credit an Steph Curry gehen, an seine Off-Ball-Gravity. War ja auch letztes Jahr da. Ja, eben. Ja. Aber da hat auch keiner über Wiggins das Team geredet. Das Team ist ja zum Großteil gleich geblieben. Mhm. Oder? Also die Spieler, die gerade jetzt ihren Beitrag leisten, die waren letztes Jahr auch da. Die waren auch da, also aber die hatten nicht diese Breakouts. Also Toscano Anderson war letztes Jahr eine Randnotiz. Dieses Mal ist er Leistungsträger. Ja, Wiggins spielt wahnsinnig gut. Jordan, du stimmst Poole mir doch zu, dass diese Spieler nicht so performen würden, wenn sie nicht Steph Curry an ihrer Seite hätten. Der auch mal, wie zuletzt gegen Atlanta, 50 und 10 auflegen kann. Der Defenses wahnsinnig macht. Mit dem Ball, ohne den Ball, off the ball. Der einfach Räume schafft, der freie Räume schafft, der offene Würfe schafft. Das ist alles der Verdienst von Steph Curry. Das sind nicht nur die reinen Stats. Und da ist er, was off the ball angeht und Gravity angeht, auf einem anderen Level als Kevin Durant. Musst du ganz klar zugeben. Okay, also du hast natürlich recht, dass Kevin Durant gegnerische Defenses noch nie um den Verstand gebracht hat. Das habe ich nicht gesagt. Lass mich dir eine ganz einfache Frage stellen. Wer ist der bessere Spieler, KD oder Steph? Kevin Durant. Okay. Aber als beide in einer Mannschaft gespielt haben und Championships zusammen gewonnen haben, wer war der wichtigere Spieler in den Finals? Kevin Durant. Okay, ich habe 2 Spieler, die herausragend spielen. Ich habe einen, der besser ist als der andere, nämlich Kevin Durant über Steph Curry. Mhm. Ich habe einen minimalen Unterschied im Team-Record und abgesehen davon, bei allen Stats liegt Kevin Durant vorne. Warum sollte dann KD nicht der MVP sein? Nur weil Steph ein bisschen mehr Spaß macht beim Zugucken, weil er eher aussieht wie wir und nicht wie Kevin Durant, der 2,10 Meter groß ist? Ist das der Unterschied? Okay, welchem Team würdest du mehr zutrauen, wenn Kevin Durant und Steph Curry jetzt für 4 Wochen ausfallen würden? Den Warriors. Angeführt von wem? Von Jordan Poole? Von der besten Defense in der NBA, von den meisten Assists in der NBA, von Steve Kerr? Also, du hast doch vorhin selber den Case gemacht für die Warriors. Und jetzt sagst du mir aber nee, die Nets James Harden würden performen. Die Nets haben fucking James Harden und du machst es dir viel zu leicht, das ist ein wenn du ihn Typ, jetzt, wenn du ihn jetzt abschreibst. Mann, der wenn war den ganzen Sommer mit Lil Baby in Paris. der hat nicht recovered. Oh Mann, die Alter. Die Frage ist doch,
die Frage ist nicht, wer ist der bessere Spieler oder wer hat 2017 in den Finals mehr Punkte gemacht. Das ist nicht der Award. Danach wird nicht der MVP vergeben. Das sage ich auch nicht. Ja, aber darauf hast du ja gerade angespielt. Die Frage ist, wer ist für sein Team wertvoller? Und nochmal, du kannst die Stats vorlesen, wie du möchtest. Und als beide im gleichen Team waren, war der eine wertvoller als der andere. Aber das kannst du doch nicht mit jetzt vergleichen. Doch. Es ist eine andere Situation. Doch, weil ich zwei Spieler habe, die fast identische Zahlen haben, aber der eine ist besser. Der eine ist besser, Kevin Durant ist besser. Ja, er ist besser, aber auch nur um Haaresbreite. Also wenn du dir die Rankings anguckst... Haaresbreite, weiß ich nicht. Er ist besser, gebe ich dir ja. Aber das ist nicht die Frage. Das, wenn immer der beste Spieler den MVP gewinnen würde, hätte LeBron James 10 MVP-Trophäen im Schrank, oder? Nein, hätte er nicht. Nein, hätte er nicht. Das ist doch ein Argument. Nein, weil LeBron nie gute, durchgängige Seasons gespielt hat. Wow, deswegen 2011? War er nicht besser als Derrick Rose und hat eine gute Saison gespielt? Natürlich, aber jetzt kommen wir nicht mit vor 10 Jahren. Es ist nur ein Beispiel. Ja, aber alles danach, alles nach 2013, nach seinem letzten MVP, nach diesem Zeitpunkt hat er nicht mehr die Seasons voll durchgespielt. Und zurück zu unserem Thema. Kevin Durant, überall vorne in den Stats, führt sein Team fast zum gleichen Record. Dabei funktioniert sein Team null. Er hat nicht die beste Defense in der NBA. Und... er war schon mit Steph im gleichen Team und hat dort bewiesen, also, er ist wertvoller als Steph. So, what are we talking about? Du kannst aber nicht sagen, fast zum gleichen Record. Ja, wir sind doch... warte mal. 10-1 und 8-4. Ja, aber dann könnten wir auch sagen, lass uns die Debatte nicht führen, weil wir können noch nichts bewerten. Dann kannst du auch sagen, die Stats zählen noch nicht und das zählt auch noch nicht. Fakt ist, die Siegquote der Warriors ist 24% höher als die der Nets. Das ist nun mal ein Unterschied. Ja, okay. Es sind momentan nur 3 Niederlagen und 2 Siege, aber es ist nun mal ein Trend. Und es ist der Status quo heute. Ja, okay. Und wir reden heute darüber, wer MVP-Favorit ist. Mhm. Und da ist es Steph Curry als bester Spieler beim besten Team mit dem schlechteren Supporting Cast, mit fast identischen Stats, mit einem besseren On-Off-Plus-Minus. Case closed. Case closed. Einfach diese eine Statistik, die, was ist es? Die On-Off-Plus-Minus. On-Off-Plus-Minus. Ja, wie viel okay. besser ist das Team okay. mit ihm auf dem Feld? Wir reden darüber, wie wertvoll ist ein Spieler. Oder? Und was ist Value over Replacement Player? Was ist Win-Shares? Was ist okay, Player Efficiency Rating? Da ist überall okay, KD aber vorne. Wenn du sagst, dass diese Statistiken entscheidend sind, warum ist Jokic dann nicht dein MVP? Ich weiß es nicht. Hat Jokic den Record? Jokic hat einen sehr ähnlichen Record, ja. Die stehen, glaube ich, bei 7-4. Ja, das ist was ganz anderes, weil wenn ich da die Wahrscheinlichkeiten ausrechne, sind es plus 14%. Nein, ey, guck mal. Ich hab's schon gesagt, KD ist der beste Offensivspieler, ja. meiner Meinung nach aller gerne. Zeiten. Gerne, wir können ja auch dafür gerne einen Award einführen. Bester Offensivspieler, wie in der NFL. Sollten wir echt den Award machen. Kann er gerne haben, dann ist ja. alles cool. Dann bist du happy, ich bin happy. Steph wird MVP. Warum sollte Steph MVP sein? So, gib mir den Case, abgesehen vom Record. Wie abgesehen vom Record? Das Einzige, was du über KD hast, ist der Record. Weil sie 10-1 sind. Und das ist wirklich ein starkes Argument. Ist nicht, hast du mir jetzt die letzten 15 Minuten nicht zugehört? Ich blende das manchmal aus. Das ist nicht mein einziger Case. Wir haben über die Stats längst gesprochen. Mhm. Und zwischen den Stats liegen keine Welten. Da liegen keine Welten. Nein, Stephs Stats, Nuancen. Eben Nuancen, genau. Ja. Und wenn die Stats beider Spieler MVP-würdig sind, mhm. und da stimmst du mir zu, dann muss man gucken, okay, was sind andere Entscheidungsfaktoren? Wer hat den besseren Supporting-Cast? Wer ist wertvoller und welches Team ist besser? Wer hat den besseren Record? Und wenn du eins im Westen bist, bist du besser als 3 im Osten hinter den Wizards und den Bulls, meine Güte. Ja, der Start von denen, ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber das wirst du ja wohl nicht für voll nehmen, dass die jetzt da oben bleiben. Ganz besonders die Wizards. Übrigens, Shoutout aber an die Wizards. Ich habe ein paar Spiele gesehen, die spielen eigentlich sehr, sehr safe. Gut. Trotzdem, nochmal. Zu sagen, der Supporting Cast von Kevin Durant wäre stärker als der von Steph Curry, ist lachhaft. Vor allem, wenn du mir dann im gleichen Atemzug sagst, das Warriors-Team ist das bessere Team mit der besten Defense und ja, die lassen am besten den Ball laufen. Und nochmal, du kannst es nicht einfach so schlecht reden. Jordan Poole, Toscano Anderson, Damian Lee, Draymond Green, Andrew Wiggins, die performen alle besser als letztes Jahr. Alle durch die Bank. Wie viel besser performt James Harden als letztes Jahr? Überhaupt nicht. Also, Überhaupt nicht. Du und Kyrie jetzt Irving so, ist nicht mal dabei. Als wären die Nets der absolute Trümmerhaufen mit einem James Sind Harden, Sie? Mit einem der besten Shooter der Liga
in Joe Harris, mit einem der besten Bankspieler in Paddy Mills, mit LaMarcus Aldridge, Blake Griffin und Paul Millsap, drei gestandenen Veteranen, die immer noch Game haben. Du kannst dich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, die sind alle Trash und Kevin Durant muss da die D-Jugend von den Astrostars durch die Eastern Conference schleppen. Sorry. Gut, dann habe ich vielleicht das falsche Team gesehen in Toronto. Ich weiß es nicht, aber diese gestandenen... Der Mann, der vor Ort war. Diese gestandenen Veteranen, die immer noch Game haben. Also ich glaube, LaMarcus Aldridge hat in dem ganzen Spiel keinen einzigen Pass gefangen. Du, jetzt hast du verkackt. Paul Millsap war nicht einmal ein Faktor jetzt hast du in dem verkackt. Spiel. Ich habe verkackt. Jetzt hast du verkackt. Du sagst mir, ja, dass diese 11 Spiele... Ja, so eine kleine Sample-Size und dass kaum ein Unterschied ist zwischen 10 und 1 und 8 und 4. Aber deine Sample-Size ist ein fucking Spiel in Toronto, was du besucht hast. 100% Spiele mehr, als du besucht hast. Wie viele Warriors-Spiele hast du denn live gesehen dieses Jahr? Oh mein Gott. Du sagst jetzt, weil du einmal vor Ort bist, hast du dieses ganze Mann. Team gefressen und sorry, nein, gebe ich dir nicht. Gebe ich nicht. Ich kann mir das genauso gut hier zu Hause am Fernseher angucken und das ist exakt das Gleiche. Alles ich feiere es, dass du da warst, aber du kannst nicht sagen, ich habe die jetzt einmal live gesehen und ich weiß jetzt, dass alle diese Spieler Trash sind. Okay, beim nächsten Mal gucke ich einfach nur in den On-Off-Plus-Minus und dann weiß ich ja, wer der MVP ist, okay, oder? Ja, und ich mache es jetzt ganz easy, wenn wir das nächste Thema festlegen, dann gucke ich, um welches Team es geht, flieg 3 Tage vorher dahin, ja, schau mir ein Spiel an und dann habe ich die Debatte gewonnen, denn ich war ja da. Wenn du das so machst, dann gebe ich dir das. Okay. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht mein Case. Ich habe nicht einmal gesagt, ich war da, deswegen Nein, kann ich du das hast sagen. Gesagt, du hast gesagt... Du warst da, du hast es gesehen, James Harden ist Trash, Aldridge nicht ist Müll trash. Und der kann nichts und Kevin Durant ist quasi alleine. Das hast du gesagt. Im Vergleich zu Steph bei den Warriors, ja. Das Team der Warriors funktioniert besser als das der Nets. Okay. Und dadurch, dass KD diese Mannschaft trotzdem gerade bei so einem hohen Rekord hält, bei den krassen Statistiken mit der Effizienz, macht ihn für mich clear-cut zum MVP über Steph, der eine super Saison spielt, auch MVP-würdig, aber nicht besser als KD. Okay, ich lasse dir das letzte Wort. Ich werde nichts mehr dazu sagen. Du hast es schwer genug heute in der Debatte gehabt. Du musst ja gerade eine Reise planen. Ich muss eine Reise planen, genau. Für nächste Woche. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Jetzt seid ihr an der Reihe. Diskutiert fleißig mit. Ist ein spannendes Thema. Ich glaube, für beide gibt es einen Case. Wie seht ihr das? Steph oder KD? Wer wäre aktuell Stand heute euer MVP? Denkt dran. Kommentar mit Instagram-Handle. Dann nehmt ihr am League Pass-Gewinnspiel teil. Könnt ein League Pass für einen Monat gewinnen. Bei dir ist heute ein Vlog online gegangen. Ganz genau. Zu den Brooklyn Games. Zu dem Brooklyn Game. Da könnt ihr euch nochmal überzeugen, dass Björn wirklich da war. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, dann wieder mit 2 Debatten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.